Wir machen uns jetzt mal ein bisschen Gedanken über die terminliche Organisation eines DJs. Bevor wir loslegen, für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Stefan Kietz. Ich bin Event-DJ hauptberuflich und leider auch noch eine DJ-Agentur mit knapp 30 DJs. Und der ein oder andere von euch wird mich vielleicht vom DJ-Talk, von dem YouTube-Kanal kennen. Falls ihr den noch nicht kennt, einfach mal auf YouTube schauen und zum DJ-Talk gehen und ein Abo dalassen. Ich bin 33 Jahre alt, habe Frau, Kind, Hund und so weiter, volles Programm und bin DJ, seit ich denken kann. Und heute möchte ich euch bei diesem Vortrag Book It Up etwas näher bringen. Was ist Book It Up? Book It Up ist eine Software, die 2020 gegründet wurde und wir nennen uns im Prinzip 360 Grad Auftragsverwaltung und sind von DJs für DJs, das heißt, die Software wurde von DJs entwickelt und natürlich auch primär für DJs entwickelt. Kurz gesagt, Book It Up ist ein vollumfängliches Verwaltungstool für deine Aufträge als DJ. Ich weiß, es klingt jetzt alles mega langweilig, aber tatsächlich ist es ganz schön wichtig, sich darüber mal Gedanken zu machen. Also warum braucht man überhaupt so eine Software wie Book It Up? Ich denke, jeder von uns war schon mal in dieser Situation, dass er sich nicht ganz sicher war, bin ich jetzt an diesem Tag schon gebucht oder war da nicht irgendwas? Irgendwie habe ich im Kopf, da war was. Aber ich bin mir unsicher. Und Book It Up ist so eine Software, die wird das verhindern, dass du diese Unsicherheit hast. Weil Book It Up dir ganz einfach im System halt direkt anzeigt, wenn du eine Anfrage bekommst, ob du noch frei bist oder ob du schon gebucht bist. Das heißt, so Sachen wie Doppelbuchungen oder dass man irgendwie gerade in Malle am Strand liegt und kriegt einen Anruf vom Brautpaar, das passiert mit Book It Up auf gar keinen Fall. Der nächste wichtige Grund, warum man sich Gedanken machen sollte über seine Organisation, ist das Thema Schnelligkeit. Schnelligkeit ist deshalb sehr wichtig, weil, und jetzt wird es spannend, wir haben da auch eine Statistik mal erstellt drüber, es sehr abhängig davon ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du einen Auftrag von deinem Kunden bekommst, wie schnell du ihm geantwortet hast. Und ich habe in der Vergangenheit mal bei einigen DJs so eine Testanfrage gemacht, einfach nur um zu schauen, wie schnell antworten denn die DJs. Und von 116 angefragten DJs, ja, war die durchschnittliche Antwortzeit 76,24 Stunden. Das sind weit mehr als 3 Tage, bei der die DJs gebraucht haben, um ihre Anfrage zu beantworten. In der Zwischenzeit ist es aber so, dass so ein Kunde natürlich auch schon viele andere DJs angefragt hat und oftmals halt auch schon eine Antwort erhalten hat. Es ist im Grunde so, dass bei Book It Up man die Möglichkeit hat, eine Anfrage innerhalb von 0 Minuten zu beantworten, weil das System das automatisch macht. Es weiß ja, ob du als DJ frei bist oder ob du bereits gebucht bist. Und wenn du frei bist, dann schickt das System automatisch eine E-Mail raus an den Kunden und sagt, hey, ich bin an dem Datum noch frei bin zwar gerade unterwegs vielleicht, ne, den Text kann man natürlich frei erfinden auch, aber ich bin auf jeden Fall frei und melde mich in den nächsten paar Stunden bei dir. Dann hat der Kunde direkt nach seiner Anfrage schon mal dieses Gefühl, wow, der nimmt die Sache richtig ernst. Ja? Also der geht wirklich drauf ein und schaut wirklich, dass er mich voll abholt. Und dann schickt man halt ein paar Stunden später nochmal eine E-Mail, von mir aus auch automatisiert raus, in der dann drin steht, liebe Jacqueline, vielen Dank nochmal für deine Anfrage. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ich habe hier einen Fragebogen für dich vorbereitet. Sei doch so gut, füll den mal eben kurz aus. Da habe ich noch ein paar Fragen an dich drin. Und ich melde mich dann für dich bei dir, dass wir einen Termin ausmachen für ein persönliches Gespräch, an dem wir uns auch kennenlernen. Das ist so eine Möglichkeit, ne, die man einfach durchspielen kann.
Noch eine weitere Statistik. Der Schnellste, wie gesagt, gewinnt. Das ist eine Statistik, die habe ich mal aus einer anderen Branche rausgezogen. Der erste Dienstleister hat so im Schnitt zu 95% den Kunden schon an der Angel. Also der, der zuerst antwortet. Der zweite nur noch zu 15%. Das heißt, es ist also wirklich sehr, sehr relevant, wie schnell man dem Kunden antwortet. Und dann ist natürlich auch noch so ein anderes Thema wichtig, nämlich das Thema Zeit. Zeit ist ja eine Sache, die wir eigentlich alle gleich haben, ne? Also egal, ob ich jetzt Elon Musk bin oder ob ich der Karl-Heinz Müller von aus Frankfurt bin, ja, Zeit haben wir alle gleich viel. Das heißt, Zeit ist unterm Strich die härteste Währung, die wir auf diesem Planeten haben, die wertvollste Währung. Jede Minute, jede Sekunde, die verstreicht, ist ja für immer weg. Ja? Also auch jede Minute, in der du jetzt hier sitzt und zuschaust, ja, und zuhörst, die ist für immer weg. Und deswegen sollte man sich ganz genau überlegen, womit man seine Zeit verbringt. Und meine Zeit, die verbringe ich nicht gerne, indem ich irgendwelchen Kunden antworte, bei denen ich noch nicht mal weiß, ob die tatsächlich buchen oder ob die zu mir passen. Meine Zeit setze ich auch ungern ein, indem ich stundenlang vorm Computer sitze und irgendwelche Angebote schreibe. Meine Zeit, ich setze die gerne ein, um hier an so Geräten rumzuspielen, um Musik zu machen, um aufzulegen, um Spaß zu haben. Das ist doch das, was uns Spaß macht. Ja? Das Auflegen, das Arbeiten mit Musik, die Musiklibrary aufzuräumen. Ja gut, das macht keinem Spaß, aber es gehört dazu. Das sind doch aber die Dinge, die wir gerne machen, oder wir beschäftigen uns gerne mit Lichtequipment, ja, schauen uns an, wie steuern wir unser Licht ein bisschen besser. Das sind doch die Dinge, die uns Spaß machen und nicht da zu sitzen und irgendwelchen Papierkram zu erledigen und Kundenanfragen zu beantworten. Jetzt mal die Frage an die paar Leute, die gerade da sind. Wer von euch nutzt denn schon BookItUp? Ist irgendjemand dabei? Okay. Nutzt ihr irgendeine andere Software zur Organisation eurer Termine? Auch nicht? Oh, ihn habe ich angesprochen, er geht gleich. Hilfe. Also, ihr macht es momentan ganz normal, einfach nur mit einem Kalender. Kalender-App auf dem Handy oder so. Oder Wandkalender vielleicht noch. Wer hat noch einen Wandkalender? Macht es mit so einem Wandkalender oder? Okay. Ja, die Mission von BookItUp ist, Zeit zu sparen. Also Zeit zu sparen in vielerlei Hinsicht. Einmal in der Hinsicht, dass ich Zeit sparen möchte, bis der Kunde die Antwort von seiner Anfrage erhält. Auf der anderen Seite möchte BookItUp aber auch, oder wir von BookItUp möchten es dir auch ermöglichen, dass du einfach Samstagabends, ja Samstags vielleicht nicht, aber Sonntagabends auf der Couch liegst, ja. Da kommen die Anfragen ja auch oft rein, ne? Brautpaare haben oft am Wochenende dann Sonntagabends Zeit und setzen sich hin und fangen an, die Hochzeit zu planen. Und du sitzt aber selbst mit deiner Frau, deiner Freundin oder whatever gerade auf dem Sofa und hast eigentlich gar keinen Bock, da zu antworten, weil Privatleben haben wir ja auch alle. BookItUp erledigt das. Ja? Ich gehe jetzt mal noch ein bisschen in die Details ein, wie BookItUp das macht. Weil BookItUp hat sehr, sehr viele Funktionen. So viele Funktionen, dass es eigentlich gar nicht reicht, die alle heute hier aufzuzählen. Eine Kernfunktion von BookItUp sind Vorlagen. Und das ist ja auch eine Sache, die kennen wir alle, gerade im mobilen Bereich. Ja. Die Brautpaare haben irgendwie eine Frage an uns. Ne? Stefan, bringst du auch ein Funkmikrofon mit? Ja? Ist so eine typische Frage, die man dann auch mal per Mail irgendwann nochmal bekommt. So, jetzt kann ich mir eine Mailvorlage erstellen in BookItUp. Die mache ich ein einziges Mal. Ja, schreib da rein, hallo, Name, also Platzhalter, Name, ist klar. Kein Problem, ja, ich habe auf eurer Feier auf jeden Fall auch ein Funkmikrofon dabei. Ich habe sogar zwei dabei. Ja, und ich zeige euch dann jetzt auch gleich mal noch, wie man das benutzt. Und weil ich ja die Zeit habe, weil ich ja nur ein einziges Mal diese E-Mail schreiben muss, gebe ich mir auch richtig Mühe und schreibe dann da noch rein. Hier noch gleich ein paar Hinweise, wie man das am besten benutzt. Das ist ein Nahbesprechungsmikrofon, ja, das hält man nicht sondern man hält es hier oben und macht vielleicht noch eine kleine Zeichnung mit dazu in den Anhang rein, wo man denen vielleicht als Tipp gibt, dass sie so über das Mikrofon drüber sprechen. Ist zwar nicht ganz optimal, aber für einen Laien ist es meistens die beste Variante. Und schon
habt ihr dem Kunden richtig Mehrwert gegeben. Und diese Vorlage, die könnt ihr jetzt bei jedem Kunden immer wieder verwenden. Und zwar per Mausklick. Ihr kriegt die Frage, geht auf Antworten, wählt die Vorlage, zack, raus, Thema erledigt. Das heißt, ihr habt solche typischen E-Mail-Anfragen innerhalb von wenigen Minuten, ja, eigentlich Sekunden, beantwortet. Und das Geile ist, auch am Smartphone, weil BookItUp ist die einzige Software in dem Bereich, im deutschsprachigen Raum, die halt zu 100% mobil optimiert ist. Heißt, BookItUp ist wirklich komplett mobil optimiert. Jede Funktion, jedes Menü, alles, was so notwendig ist, funktioniert auch am Smartphone. Und du kannst von überall auf der Welt auf deine Daten zugreifen. Vorlagen gehen aber noch weiter, weil was wir ja auch oft haben, sind halt Angebote, die ja eigentlich doch immer irgendwie gleich sind. Ja, also ich meine, wenn ich als Hochzeits-DJ unterwegs bin, habe ich meistens Hochzeiten von, keine Ahnung, 60 bis 100 Gästen, irgendwas so in der Range. Und dann habe ich vielleicht auch so meine Pakete. Und dann ist es ja doof, wenn ich immer wieder ein Angebot neu erstellen muss. Und in der Praxis haben wir das vielleicht immer so gemacht, dass man sagt, okay, ich habe eine Word-Vorlage und in diese Word-Vorlage kopiere ich mir dann quasi immer den Namen aus der E-Mail alles hier rein. Ja? Sicherlich ist es dabei auch schon mal passiert, dass man vergessen hat, was zu kopieren oder dass man irgendwie eine komische Formatierung oder so dabei hatte. Das ist alles mit BookItUp Geschichte, weil ich einmal eine Vorlage erstelle für ein Angebot und wenn da eine Anfrage reinkommt, er die Daten ja schon automatisch hat. Also er hat den Namen, er hat die Adresse, er hat die Telefonnummer und so weiter und setzt das alles an den Stellen ein, an denen die natürlich hingehören, ohne dass ich jetzt irgendwas rumkopieren muss. Das geht alles automatisiert. Automatisiert ist übrigens ein gutes Stichwort, weil Automatisierungen gibt es in BookItUp auch. Ne? Zum einen natürlich diese E-Mail, die quasi automatisiert versendet wird. Aber wir haben das Spiel noch ein bisschen weitergetrieben. Mit BookItUp könnt ihr sogar die Angebotserstellung automatisieren. Das heißt, streng genommen, es ist jetzt nicht, dass ich das empfehlen würde, aber streng genommen könnte ich hingehen und könnte sagen, wenn eine Anfrage reinkommt, dann soll BookItUp automatisch schon direkt ein Angebot rausschicken. Also warum denn großartig mit dem Kunden rumdiskutieren? Wenn ich doch eh immer meinen festen Preis habe, kann ich doch direkt ein Angebot rausschicken. Und zwar ein personalisiertes, wo seine Adresse drinsteht, wo sein Name drinsteht, wo das Datum drinsteht, wo die Location drinsteht, ohne dass ich auch nur einmal die Maus in die Hand nehme oder am Handy irgendwas machen muss. Es geht automatisch. Die Anfrage kommt rein, Angebot geht raus. Und der Kunde kann das Ganze dann über ein Online-Portal annehmen. Das heißt, er kriegt einen Link geschickt, hat natürlich das Angebot auch als PDF im Anhang, kriegt aber zusätzlich noch einen Link geschickt und kann dann einfach auf diesen Link draufklicken, kriegt dann eine Seite angezeigt, kann sich das Angebot anschauen, auf Annehmen klicken und kann euch direkt buchen, ohne dass ihr Kontakt mit dem Kunden hattet. Wie gesagt, ist jetzt nicht, dass ich das empfehlen würde, aber die Möglichkeit besteht. Und das geht natürlich in andere Bereiche noch weiter. Ne? Das heißt, wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, To-Dos anzulegen. Wir alle kennen das. Ja, wir haben eine Hochzeit und dann will ich halt eine Woche oder zwei vorher mich nochmal bei der Location melden, um nochmal die Eckdaten abzuklären. Ne? Gibt es eine Sperrstunde? Ist WLAN vor Ort? Gibt es Treppenstufen und so weiter? Das kann ich mir als To-Do anlegen lassen von BookItUp. Ja, dass ich sage, okay, erinnere mich bitte bei jeder Veranstaltung 2 Wochen vorher dran, dass ich mich in der Location melde, dass ich das auch nicht vergesse. Und dann mache ich mir gleich noch eine To-Do hinterher und lasse mich dran erinnern, dass ich mich auch bei den Trauzeugen melde oder bei irgendjemandem, der für die Planung verantwortlich ist. Der nächste Punkt ist zentrale Kommunikation. Auch so ein typischer Fall. Ja, ich habe eine Hochzeit, in der Regel wird das ja 1-2 Jahre im Vorfeld geplant und man wird eigentlich auch immer so ein Jahr im Vorfeld gebucht. Und dann fließt da natürlich schon so ein bisschen E-Mail-Verkehr hin und her und da hat man vielleicht auch das eine oder andere schon mit dem Brautpaar besprochen. Und jetzt ist man so 2-3 Tage vor der Hochzeit und denkt sich so, oh, da war noch irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Fängt man an, in seinem E-Mail-Postfach zu suchen und findet ums Verrecken diese E-Mail nicht mehr. Und das passiert euch mit BookItUp auch nicht, weil bei BookItUp ist es so, dass die E-Mails alle über BookItUp abgewickelt werden. Das heißt, ihr habt ein Messaging-System für jeden Kunden und in diesem Messaging-System sind alle Nachrichten drin, die ihr mit dem Kunden geschrieben habt.
Ihr habt also eine zentrale Anlaufstelle und da ist alles drin. Ja, da sind die Daten vom Event drin, da sind die Daten von der Location drin, da sind die Daten von der Kommunikation drin und so weiter. Und natürlich auch die Kontaktdaten. Ne? Die Kontaktdaten ist auch wieder ein gutes Stichwort. Wir haben in der Software einen Google-Kontakt-Sync. Das heißt, wenn ein Kunde bei euch anfragt und seine Daten angegeben hat, Name, Telefonnummer, wird automatisch, wenn ihr es verbunden habt, in eurem Google-Account ein Kontakt angelegt. Das ist aus dem Grund geil, weil bei mir ein Kunde anfragt und ich sofort seinen Kontakt bei mir auf dem Handy habe. Ja? Also der Kunde fragt an und ich kann direkt hier ins Handy reingehen und kann ihm per WhatsApp antworten. Ich habe das auch bei mir eingeführt. Ne? Jetzt mache ich natürlich doch wieder was auch manuell. Aber das ist echt ein Gamechanger. Wenn ich eine Anfrage bekomme, gehe ich immer an mein Handy, mache WhatsApp auf, mache eine Sprachnachricht und sage, hi Jacqueline, vielen Dank für deine Anfrage. Ich habe mich mega gefreut. Ich schicke dir gleich per Mail einen Fragebogen raus. Wäre super, wenn du den beantworten würdest. Und schon habe ich mehr Daten von meinen Kunden, ne, und kann dann natürlich auch viel besser abschätzen, ist das mein Kunde. Kalendersync, das ist jetzt auch die Sache, die ist meistens auch für die Leute spannend, die halt nicht nur als Mobil-DJ unterwegs sind, sondern auch in Clubs oder auf Festivals und so weiter spielen. Ihr habt die Möglichkeit, hier halt eure Aufträge zu verwalten und die Aufträge werden dann natürlich auch in euren Google-Kalender oder in euren iCloud-Kalender gesynkt, übertragen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das verbinden kann, sodass auch für jeden das Richtige dabei ist. Und ihr habt dann im Prinzip auch immer in eure ganz normalen Kalender-App ein Überblick darüber, wann ihr gebucht seid oder wann nicht. Spannend daran ist auch, dass es bei dieser Kalendersync-Funktion die Möglichkeit gibt, dass man sieht, in welchem Status ist jetzt gerade dieser Termin. Das heißt, ich habe ja manchmal Termine, die haben halt angefragt, aber die haben noch nicht gebucht. Oder ich habe Termine, die haben halt ein Angebot bekommen, aber die haben noch nicht gebucht. Und wenn ich jetzt auf einer Veranstaltung stehe und da kommt irgendjemand zu mir und sagt, hey, ich habe da irgendwie noch Bock, an dem und dem Datum mit dir zu feiern, hast du da Zeit? Dann kann ich gleich abschätzen, da ist eine Anfrage, die ist schon länger drin. Ja, das wird wahrscheinlich schon gehen, ich rufe den Kunden vielleicht nochmal an. Oder ich habe halt eine Anfrage und sehe, oh shit, ja, der hat das Angebot schon bekommen, das ist erst 2 Tage her, ne, da bin ich halt schon ziemlich safe weg. Jetzt sind wir hier alle auf dieser Veranstaltung, sicherlich nicht nur, weil wir hier sehr schöne neue Technik sehen, sondern auch zum Netzwerken und um uns ein bisschen zu connecten. Und das ist eine Sache, die wir bei Book It Up auch sehr, sehr groß schreiben und die uns sehr wichtig ist. Book It Up hat ein Dienstleisternetzwerk integriert. Und das ist natürlich zum einen deshalb spannend, weil ihr dann Aufträge, die ihr selbst nicht wahrnehmen könnt, mit Kollegen teilen könnt. Auch dann, wenn diese Kollegen selbst Book It Up gar nicht nutzen. Also ihr könnt es trotzdem über Book It Up abwickeln, auch dann, wenn die Kollegen Book It Up nicht nutzen. Wenn die Kollegen allerdings Book It Up benutzen, dann wird es spannend. Weil dann habt ihr die Möglichkeit, euch wirklich richtig mit denen zu verbinden und könnt dann auch direkt in Echtzeit sehen, ob die Kollegen an diesem Datum verfügbar sind oder nicht. Das heißt, ihr kriegt einfach durch eine farbliche Markierung gekennzeichnet, der Kollege ist verfügbar, der Kollege ist nicht verfügbar und könnt dann die Kontaktdaten jeweils an den Kollegen weiterleiten oder halt, wenn er nicht verfügbar ist, nicht. Das Ganze geht aber natürlich auch nicht unter DJs nur, sondern es geht auch drüber hinaus. Book It Up ist ja nicht nur für DJs. Wir haben auch ganz viele Fotografen, die Software nutzen. Wir haben inzwischen auch einige Locations, die Software nutzen. Und ihr habt halt auch die Möglichkeit, euch dann mit anderen Branchen zu vernetzen. Und das ist auch super spannend, gerade beim Fotografen. Wir kennen das alle. Wir haben so die 1, 2 Fotografen, die wir mal auf einer Hochzeit erlebt haben, die einfach vielleicht selbst mit auf die Tanzfläche gehen, Stimmung machen, die coole Bilder machen, bei denen ich als Dienstleister im Nachgang vom Fotograf vielleicht die Bilder auch geschickt bekomme. Und dann macht es natürlich Sinn, meinen Kunden diese Fotografen auch zu empfehlen. Und das kann ich halt über Book It Up richtig geil abwickeln. Ich sage dem Kunden einfach, na, habt ihr schon einen Fotograf für eure Feier? Dann sagen die, ja, haben wir oder haben wir nicht? Ja? Wenn sie Nein sagen, würde ich natürlich immer den Fotografen empfehlen, den ich bei mir im Netzwerk habe, weil ich weiß, da kriege ich coole Fotos von mir. Und dann kann ich dem Kunden sagen, hey, pass mal auf, ist es okay für euch,
Ich habe da einen Fotografen, dem würde ich eure Kontaktdaten gerade rüberschicken. Der meldet sich dann die Tage bei euch. Dann sagen die in den seltensten Fällen nein. Ja. Und in den meisten Fällen buchen die unterm Strich dann auch noch den Fotograf, weil die haben sich ja schon für dich entschieden. Und wenn sie sich für dich entscheiden und du denen jemand empfiehlst, ist die Wahrscheinlichkeit halt verdammt hoch, dass sie auch denjenigen buchen. Und schon ist man mit coolen Leuten auf einer Hochzeit. Individualisierung. Das ist auch so eine Sache, die sehr wichtig ist bei so einer Software, weil man natürlich, also jeder von uns arbeitet ja irgendwie ein bisschen anders. Ne? Dem einen ist das ein bisschen wichtiger, dem anderen ist der Hochzeitstanz ein bisschen wichtiger, der nächste hat hier ein bisschen mehr Punkte. Und dementsprechend gibt es bei BookItUp die Möglichkeit, sich die Software wirklich sehr stark zu individualisieren. Ihr könnt die ganze Software auch mit eigenen Feldern an eure Bedürfnisse anpassen, sodass BookItUp bei euch im Prinzip so aussieht, als ja, hättet ihr es programmiert am Ende. Ja? Eine weitere Funktion, die wir noch haben, da muss ich aber dazu sagen, das ist ein Zusatzmodul, was man dazu buchen muss, ist das Ressourcenmodul. Das Ressourcenmodul ist ein Zusatzmodul, mit dem ihr euer Equipment verwalten könnt. So könnte man es, denke ich, am einfachsten ausdrücken. Das heißt, wenn ihr mehrere Anlagen habt und vermietet die zum Beispiel, dann könnt ihr das darüber managen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe verschiedene Technikpakete und ich will einfach einen Überblick darüber haben, welches Technikpaket habe ich welchem Kunden verkauft, dann könnt ihr das mit dem Ressourcenmodul abbilden. Oder wenn ihr Fotoboxen vermietet, wir haben ganz viele Fotobox-Verleiher, die BookItUp nutzen, könnt ihr die Fotoboxen im Ressourcenmodul anlegen und bekommt dann natürlich auch noch angezeigt, ist diese Ressource noch verfügbar. Auch bei der Angebotserstellung schon. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel zwei Anlagen habt und vermietet eine davon an Wochenenden, an denen ihr die andere nicht, also an denen ihr mit der anderen unterwegs seid, und dann kommt nochmal eine Anfrage rein und ihr erstellt ein Angebot, wird sofort alles rot und zeigt euch an, ey, Moment mal, du hast die Anlage schon verbucht, du kannst die gar nicht mehr verbuchen. Da ist Ende Gelände. Ja? Also, das ist im Großen und Ganzen jetzt die Kernfunktionen von BookItUp. Es gibt noch deutlich mehr Funktionen und es kommen auch immer wieder neue Funktionen hinzu, weil BookItUp stetig weiterentwickelt wird. Ja, also wir stehen da nicht auf einer Stelle, es geht permanent weiter. Kommen wir zum letzten Teil, und zwar die Preise. Das ist ja auch immer eine wichtige Geschichte. Es gibt BookItUp in einer abgespeckten Variante. Das klingt immer so schlimm, ist es aber gar nicht, zum Nulltarif. Und das ist die Variante, bei der ich eigentlich immer sage, die ist eigentlich für viele DJs schon ausreichend. Also alle DJs, die so zwischen 5 und 10 Veranstaltungen im Jahr haben, ist diese Variante genau die richtige. Obwohl das jetzt für mich oder für uns nicht so optimal ist, weil wir damit nichts verdienen. Ja? Aber ihr habt damit halt schon ein kostenloses Angebots- und Rechnungstool. Ja? Also ihr könnt eure Angebote und Rechnungen darüber schreiben, kostenlos, ohne einen Cent zu zahlen. Und das Besondere daran ist jetzt auch, es kommt jetzt ab 1.1. nächstes Jahr, kommt eine neue Verordnung. Da sind auch Word- und PDF-Rechnungen nicht mehr erlaubt. Auch Excel ist nicht mehr erlaubt. Und spätestens dann muss sich eigentlich jeder von uns Gedanken machen, mit welchem Rechnungstool er arbeiten möchte. Und es ist halt so, dass, ja, egal was ich nutze, ob ich jetzt LexOffice oder irgendwas anderes benutze, das kostet halt alles immer nochmal einen monatlichen Betrag. Und hier habe ich im Prinzip eine Software, in der ich halt alles abbilden kann. Ja, also meine ganze Administration. Und wenn ich eben noch relativ am Anfang stehe oder nur wenige Veranstaltungen mache, ist es auch völlig okay, das Starter-Paket zu nehmen und da halt meine Rechnungen drüber abzuwickeln. Und die Kalendergeschichte, die funktioniert da auch schon im Starter. Ne? Also erst wenn ich so Funktionen wie eigene Felder haben will oder Verträge, also dann, wenn ich einfach professioneller unterwegs bin, ja, das ist so die Schwelle, dann ist das nächste Paket das Spannende. Im großen Paket ist es dann so, dass dann halt da auch die Automationen drin sind. Ne? Da gibt es eine Agenturfunktion, private Termine prüfen und es gibt da auch Freigabe für Teams. Also das ist dann schon wirklich, da hat man alles, was man sich vorstellen kann. Wie gesagt, in den meisten Fällen reicht Essentials oder Starter. Ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit.